Ein abendlicher Wok mit dem Smoothie ist das Idealste für die Verdauung und deinen Darm. Freut mich, dass ihr dabei seid. Wir machen aber Übungen für die Darmgesundheit, Verdauung anregen, ohne Nebenwirkungen mit den Smoothie-Ringen. Nehmt eure Smoothie und rollt euren Darm damit ab. Durch die Vibrationen wird euer Darm angeregt. Rollt ihr mehr innen, nehmt ihr mehr Einfluss auf den Dünndarm. Rollt ihr mehr außen, regt ihr den Dickdarm an. Ihr könnt zusätzlich euren Oberkörper seitlich hin und her bewegen. Macht nun Twists in beide Richtungen. Bewegt als nächstes euren Oberkörper gestreckt vor und zurück. Gleichzeitig rotiert im Wechsel nach rechts und links. Kommt zur Mitte und rotiert euren Oberkörper weiter nach rechts und links. Stimuliert nun mit dem Smoothie den Dickdarm Akupunkturpunkt 4. Der befindet sich zwischen Daumen und Zeigefinger. Dieser Punkt ist ein ganz wichtiger Akupunkturpunkt in der traditionellen chinesischen Medizin und wird zur Behandlung von Verdauungsproblemen und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt. Nun stimuliert euren Dickdarm Akupunkturpunkt 11. Der befindet sich in der Ellenbeuge.
Leg dich auf den Rücken und roll deinen Bauch weiter ab. Auch im Schneidersitz könnt ihr euren Darm stimulieren. Und wie es in den verschiedensten Variationen durchführen. Einen gesunden Darm wünscht euch eure Füße Silvia. Bis zum nächsten Mal.